Sylvanian Families. Schokoladenhase Freya Chocolate. Hallo Kinder. Sylvanian Families Mini-Episoden. Heute ist wieder ein idyllischer Tag in Sylvanian Village. Und wir besuchen Freya, die in dem Haus mit dem roten Dach wohnt. Sie und ihre Familie wollen heute ein Picknick machen. Und Freya freut sich schon sehr darauf. Alles eingepackt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Oh nein, das gibt's doch nicht. Hä? Tut mir leid, Kinder. Ich habe das Auto zur Reparatur gebracht. Was? Er hat leider völlig vergessen, dass wir heute das Picknick geplant haben. Oh nein! Heißt das etwa, wir müssen zu Fuß zum Glitzersee gehen? Bis dahin ist es aber viel zu weit ohne Auto. Aber was ist dann mit unserem Picknick? Es tut mir so leid. Was? Freya, mein Schatz! Oh, wir haben sie zum Weinen gebracht. Was sollen wir denn jetzt nur tun? Ich habe eine Idee. Da. Oh, ich habe dafür gesorgt, dass die Reparatur schneller geht. Die Reparatur ist schon erledigt. Freya, das Auto ist schon repariert. Leise. Du hast dich so auf das Picknick gefreut. Es tut mir fürchterlich leid, kleiner Schatz. Oh, hallo, Papa. Wir sollten uns beeilen. Das Picknick kann losgehen. Was? Das kann doch nicht wahr sein. Oh. Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe eine Idee. Sind wir soweit? Na dann, guten Appetit. Was esse ich denn nun zuerst? Eins muss ich dir sagen, das war eine wundervolle Idee. Aha, ein Picknick zu Hause kann auch richtig Spaß machen. Ich werde dir ein Sandwich nehmen. Oh, ja. Wie viele willst du denn noch essen? Heute wollen alle Pizza backen. Es sieht so aus, als hätte Pierce die meiste Freude daran und den größten Hunger. Seht in der nächsten Folge bei Sylvanian Families der Pizzabacktag. Also, bis bald! Was für ein wunderschöner sonniger Tag in Sylvanian Village. Wie es aussieht, herrscht in dem Pizzaladen im Wald reges Treiben. Pierce Petit und seine Freunde sind auch da. Was die da gerade wohl machen? Willkommen beim Pizza-Backunterricht. Heute bringe ich euch bei, wie man eine richtige Pizza macht. Ja, das wollen wir unbedingt lernen. Ich konnte letzte Nacht kein bisschen schlafen, weil ich mich so darauf gefreut habe. Backen wir gemeinsam eine leckere Pizza. Ist gut. Ich backe die beste aller Zeiten. Zunächst kümmern wir uns um den Teig. Hopp und drehen. Wow! Und jetzt dürft ihr es mal versuchen. Seht mal her. Was sagt ihr? Ich mache das richtig toll, oder? Die Retter des Waldes sind zur Stelle. Tut mir leid, Pierce. Schon okay, mir geht's gut. Jetzt verteilen wir unsere leckere Pizzasoße und belegen die Pizza mit den Zutaten. Ja! Da kommt gar nichts raus. Muss ich hier vielleicht etwas doller draufdrücken? Das tut mir wirklich leid, Pierce. Ist schon okay, mir geht's gut. Die Retter des Waldes sind zur Stelle. Ich danke euch. Das ist so lecker. Und ist eure Pizza fertig? Schieben wir sie in den Ofen. Und schups. Oh, ich kann's kaum erwarten.
lecker das aussieht. Ja, und wie. Ich frage mich wirklich, wann meine endlich fertig ist. Pierce, deine Pizza! Deine Pizza ist fertig! Perfekt! Tut mir leid, lieber Pierce. Schon okay. Zeit, sich den Bauch vollzuschlagen. Dann lasst uns essen! Einfach traumhaft. Wie es aussieht, ist Cram von zu Hause weggelaufen. Wie bringt ihre Familie sie wieder nach Hause? Seht in der nächsten Folge bei Sylvanian Families Mini-Episoden. Oh nein, sie ist weggelaufen. Bis bald, Kinder! Hallo, Cram Chocolate! Hallo, wie geht es euch allen? Sylvanian Families Mini-Episoden! Heute ist ein wunderschöner Tag in Sylvanian Village. Freya und ihre Familie genießen gerade frisch gepflückte Himbeeren. Was der Tag wohl noch alles bringen wird? Himbeeren, Himbeeren sind so lecker! Die hier ist riesig! Ich möchte die essen! Hier! Krieg ich noch eine? Ja, hier! Das ist so lecker. Ich liebe Himbeeren. Was ist das? Sieh nur, wie groß sie ist. Das muss eine Königshimbeere sein. So lecker. Ich möchte sie essen. Hey, was ist denn los? Ich laufe weg. Du läufst weg? Bitte such mich nicht! Oh, wo willst du denn hin? Meinte sie das etwa mit weglaufen? Hey, komm raus, mein Schatz! Nein, ich will nicht! Was sollen wir nur tun? Ich hab's! Wow, seht euch nur diese tollen Bücher an! Ich bin sicher, es gibt jemanden, der sie lesen möchte. Ich möchte aber keine Bücher! Sie will sie nicht. Oh ja! Wow, wie lecker! Und ich bin ganz schön hungrig! Ich möchte nichts essen! Was? Was gibt es denn noch außer Essen? Hallo! Das von vorhin tut mir leid. Ich habe noch ein paar Königshimbeeren gefunden. Du hast Königshimbeeren? Ja. Tada! Wow! Das ist es! Ich möchte Königshimbeeren essen! Mom. Meine Königshimbeere! Oh, tut mir leid, die sehen so lecker aus. Ich konnte nicht anders. Ich laufe wieder weg! Es tut mir leid! Ich habe mehrere gepflückt. Ist schon gut! Hier. Freya hilft ihrer Mutter bei ihren Einkäufen. Aber etwas Seltsames passiert. In der nächsten Folge bei Sylvanian Families Mini-Episoden seht ihr: Ich bin eine große Schwester. Bis bald! Hallo, Bianca Marshmallow! Hallo und herzlich willkommen! Sylvanian Families Mini-Episoden! Was für ein wunderschöner Tag in Sylvanian Village. Die Sonne scheint und die Blumen blühen. Wie wäre es mit einem Besuch am Waldmarktplatz? Lasst uns einkaufen. Bianca Marshmallow wartet schon. Oh, du liebe Güte, es gibt noch so viele Dinge, die ich einkaufen müsste. Was hältst du davon, wenn ich heute für dich einkaufen gehe? Wirklich? Das würde mir sehr helfen. Kannst du mir dieses Gemüse besorgen?
Du kannst dir auch was zum Naschen kaufen. Ja, juhu, ich geh gleich los. Ich glaube, ich hab alles. Und jetzt? Was soll ich mir nur zum Naschen aussuchen? Es ist schwer, sich zu entscheiden. Na gut, ich werde die Schokolade nehmen. Jetzt habe ich alles. Hm? Stimmt etwas nicht? Die Kekse sind wohl aus Versehen im Korb gelandet. Ich lege sie wieder zurück. So. Danke, dass Sie gewartet haben. Nanu? Was machen die denn hier drin? Hm? Schnell, schnell, schnell. Da sind ja noch mehr. Ich hatte die doch zurückgelegt. Hey! Sag mal, bist du mir hierher gefolgt? So viele Süßigkeiten können wir nicht kaufen. Doch, ich will sie aber haben. Nein, das geht nicht. Ich will sie aber unbedingt haben. Sie ist genauso wie du, als du klein warst. Ich kann mich noch genau erinnern. Oh, Freya, das können wir aber leider nicht kaufen. Doch, ich will es aber haben. Nein, das geht nicht. Aber ich will es haben. Wer hätte gedacht, dass das kleine Mädchen von früher zu so einer tollen Schwester wird? Ich wusste gar nicht, dass ich auch mal so gewesen bin wie Cram. Sieh mal, Freya hat mir was zum Naschen gekauft. Wie schön. Du hast ihr was zum Naschen gekauft? Und dir hast du nichts mitgebracht? Naja, ich glaube, sie wollte es unbedingt haben. Du bist wirklich eine tolle große Schwester. Ja, dann lasst uns nach Hause gehen. Ich kriege langsam Hunger. Ja, ich auch. Die Babys sind alle im Himbeerhaus versammelt. Sie reden darüber, wie sie sich ihre Traumkinderzimmer vorstellen. Seht in der nächsten Folge von Sylvanian Families Mini-Episoden Das Traumkinderzimmer. Bis bald! Hallo, Apricot! Hallo! Oh, ein Schmetterling! Sylvanian Families Mini-Episoden! Was für ein schöner Tag in Sylvanian Village. Die Vögel zwitschern und alle sind fröhlich. Auch die Babys haben heute viel Spaß in Freyas Himbeerhaus. Sollen wir vielleicht mal nachsehen, warum? Heute ist Traumkinderzimmer-Gestaltungstag. Und wir werden unser Bestes geben, dass dieser Traum in Erfüllung geht. Ja! Und Freya und Papa werden uns fleißig dabei helfen. Ich werde mir ganz viel Mühe geben. Sagt mal, was für Zimmer wünscht ihr euch denn? Mein Zimmer sollte ganz viel Spaß machen. Meins soll ganz fantasievoll sein. Meins so, wie ich es sage. Und meins voller Süßigkeiten. Ich werde so langsam müde. Eins nach dem anderen. Wir werden uns abwechseln. Wir fangen mit meinem Zimmer an. Ihr wisst ja, wie mein Zimmer aussehen soll. Also dann an die Arbeit. Verstanden. Eins, zwei. Oh. Juhu, das ist großartig. Ich bin als nächstes dran. Alle an die Arbeit. Verstanden. Eins, zwei. Kissenschlachten machen riesigen Spaß. Jetzt will ich dran sein. Verstanden. Eins, zwei. Dieses Zimmer ist ja ganz leer. Ich bin glücklich. Ich bin als nächstes dran. Verstanden. Eins, zwei. Ja, mein Traumsüßigkeitenzimmer. Freya und unser Papa so fleißig waren, sind unsere Traumkinderzimmer in Erfüllung gegangen. Schön, dass wir helfen konnten. So, und welches Zimmer gestalten wir jetzt? Das können wir jetzt noch nicht sagen. Und deshalb machen wir das morgen nochmal. Oh, ich verstehe. Was? Morgen nochmal? Wir freuen uns schon drauf. Das ist nicht möglich. Thank you.
Freyas ältere Schwester Stella macht ihren ersten eigenen Katalog. Ihr Model und der Kameramann sind Profis. Aber seht in der nächsten Folge von Sylvanian Families Mini-Episoden die Modenschau. Bis bald!